Halle 5.1, Musikmesse 2012, hier am Stand von Bayer Dynamik. Neben mir steht der Peter. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Peter, was habt ihr hier alles am Stand? Was kann man hier alles entdecken? Also zuerst gibt es hier den 77er limitierte Edition, dieses Jahr zu sehen in 2012. Dann haben wir ein neues Bassdrum-Mikrofon, ein günstigeres Bassdrum-Mikrofon. Und dann haben wir unsere komplett neue Kopfhörerlinie, die Custom Series. Okay, was schauen wir uns nun zuerst an? Wir schauen uns zuerst mal die limitierte Edition vom 77 Pro an. Zum 88-jährigen Bestehen von Bayer Dynamik haben wir uns dafür entschieden, von der Studio-Legende 77 Pro eine limitierte Edition rauszubringen, was im Kurzen heißt, dass wir hier natürlich erstens schon mal neue Schilder, schöne limitierte Editionsschilder drauf gemacht haben, den ganzen Kopfhörer im schwarzen Design ausgeführt haben, das heißt mit Softskin-Ohrpolster, mit Softskin-Kopfband, was man natürlich alles wieder selber wechseln kann, wie auch beim Standardversion, und ebenso kürzeres Kabel mit 1,6 Meter und 32 Ohm System. Und das Ganze natürlich, um diese neue Trend von mobile Recording, mobiles Abhören über iPad und iPhone halt weiter zu unterstützen. Das ist schlau, ja. Von der Impedanz her gibt es da mehr Power. Genau. Sind die kräftiger, druckvoller. Richtig, genau, ja. Okay, Peter, dann gehen wir mal rüber zum Tobi und schauen uns dort was an. Das TGD 50D. Okay, das Bassdrum-Mikrofon. Genau. Okay, dann gehen wir da rüber. Hier ist er, der Tobi, Produktspezialist für Mikrofone bei Bayer Dynamic oder Bayer Dynamic. Hallo, Tobi. Hallo, grüß dich. Tobi, hier sind eure Mikrofone. Kannst du da mal einen kurzen Rundumschlag machen? Mach ich gerne. Die Touring Gear Mikrofonserie. Hier haben wir einen Ausschnitt aus der Instrumentalserie für Blasinstrumente, Speziallösungen für Akkordeons. Violine, ne? Violine mit einer Spezialhalterung kann man überall anbringen. Um die Stradivari nicht zu verkratzen. Richtig, richtig. Wir haben Instrumentalmikrofone für Overheads, für Gitarrenabnahme, dynamische. Wir haben natürlich auch Drummikrofone, D70 und das neue D50, der kleine Bruder sozusagen. Optimiert für Drums, aber lässt sich auch gerne für alle anderen Instrumente zur Abnahme einsetzen. Aber Haupteinsatzgebiet so fokussiert auf Bassdrum Toms. Richtig, daher kommt auch der Name D50, was für Drums steht. Die Besonderheit an diesem Mikrofon ist, wir haben einen integrierten EQ. Wir haben hier einen schönen kleinen Schalter, der nennt sich einmal optimiert für Bassdrums. Das heißt, wir haben eine leichte Bauchanhebung, sodass wir schönen Druck bekommen. Und wir haben einmal die Linearstellung, sodass wir das Teil auch gerne mal an der Snare Drum einsetzen können. Da klingt es auch ziemlich cool. Und natürlich auch für Gitarrenamps und whatever. So, tut richtig gut, klingt richtig schön und ist sehr kompakt. Okay, super. Tobi, vielen Dank. Gerne. Und dann gehen wir noch zu deinem Kollegen und schauen uns da noch Kopfhörer an. Ja, viel Spaß. Danke, tschüss. Danke, ciao. Hier ist er, die Custom Series von Bayer Dynamic. Und neben mir ist der Joscha. Hallo Joscha. Hi. Joscha, danke, dass du Zeit für uns hast. Kannst du uns mal erklären, was hier so interessant ist an dieser Custom Series? Also die Custom Series ist unsere neueste Kopfhörerserie bei Bayer Dynamic. Wir haben hier 16 Ohm Driver, perfekt für den mobilen Einsatz, jetzt am Laptop, am iPhone oder am iPad, was man auch immer benutzen möchte. Also niederohmisch, dass mehr Power rauskommt. Genau, also perfekt für die junge Generation, die gerne solche Geräte benutzen und halt mobil jetzt im Zug oder im Flugzeug, dass man immer den perfekten Studio-Kopfhörer dabei hat. Dann haben wir hier zum ersten Mal das Custom Sound System. Hier kann man seinen Sound, also den Bass vor allem einstellen, wie man es gerne haben möchte. Wenn er ganz offen ist, hat man einen richtig starken, fetten Bass. Und dann haben wir 4 Presets. Einmal, man kann es also immer weiter schließen und dann wird der Bass immer schwächer bis 20 dB. Und wenn ich es jetzt komplett schließe, habe ich komplette Passive Noise Isolation, also Geräuschunterdrückung. Jetzt auch perfekt für den mobilen Einsatz im Zug oder im Flugzeug. Wenn ich meinen Nachbarn nicht stören möchte, mache ich komplett zu und er hört nichts mehr und ich höre nichts mehr von außen. Also die Geräusche sind unterdrückt. Die kann man hier aber auch branden. Ich habe innen drin Vitrinen gesehen. Da gibt es auch so verschiedene Möglichkeiten, auch die mit eigenem Logo zu versehen. Ich glaube, ihr habt auch einen eigenen Laserprinter, wo das eingraviert wird. Genau. Wie funktioniert das oder welche Sets gibt es da? Also wir haben hier die Custom Style Option, man kann die Platte austauschen, man kann den Ring austauschen, man kann das Headband tauschen und die Earpads. Es wird komplette Edition geben, aber man kann auch wahrscheinlich bei uns auf der Homepage sich seine eigene Edition kreieren, kann sein Logo uploaden. Wir haben dann einen Lasergravierer, der lasert das Ganze dann ein. Ich switch gerade mal.
So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir jetzt mal ein Totenkopfmotiv gewählt. Man kann aber auch jedes andere Logo gravieren. In verschiedenen Farben das Ganze. Dann später erhältlich. Und so kann man wirklich seinen eigenen individuellen Kopfhörer kreieren, wie man es gerne hat. Okay, Joscha, vielen Dank. Euch weiterhin weiter Erfolg hier bei Biodynamic, hier in Halle 5.1. Danke, vielen Dank fürs Interview. Und auch gerne mal hier persönlich vorbeikommen, alles antesten. Und die Jungs, die sind wie gesagt hier gerne bereit, euch alles auch nochmal live zu erzählen. Und wir gehen dann weiter zum nächsten Stand.